Luftaufnahmen ausgestrahlt vom iranischen Staatsfernsehen. Angeblich soll es sich um die entschlüsselten Bilder aus der Ende 2011 an der Grenze zu Afghanistan abgefangenen US-Drohne vom Typ RQ-170 handeln. Zu erkennen ist nicht näher einzuordnendes Gelände und ein Gebäude. Auch die US-Luftwaffenbasis in Kandahar soll das Material aus dem inzwischen analysierten Datenspeicher der US-Drohne zeigen. Fachleuten zufolge sind die Bilder echt. Unterlegt sind die Aufnahmen mit Erläuterung eines iranischen Luftwaffengenerals. Er behauptet unter anderem, die Drohne hätte mehrere Aufklärungsflüge über dem Iran unternommen. Das unbemannte Flugzeug war im Dezember 2011 nach Darstellung amerikanischer Militärs bei einem Aufklärungsflug in Afghanistan wegen eines technischen Fehlers in iranischen Luftraum geraten und schließlich im Osten des Landes abgestürzt. Iranische Militärs dagegen behaupten, die Drohne sei abgefangen worden. Bisher hat der Iran alle Forderungen der USA auf Rückgabe der unbemannten Maschine abgelehnt.